Schön, dass ihr vorbeischaut. In diesem kurzen Video wollte ich euch ein Rezept zeigen von einem Schokokuchen, das mich schon die längste Zeit begleitet und was ich immer super, super gerne gegessen habe. Gehen wir einmal über die Zutaten. Die sind sehr einfach. Milch und Öl, Zucker, Backkakao, Salz, löslichen Kaffee, Natron und Backpulver, dann Eier, Mehl und heißes Wasser. Super, super einfach. Okay, wir fangen damit an, dass wir die ganzen trockenen Zutaten einfach nur in unsere Schüssel geben und die miteinander verrühren. Das heißt Mehl und Backpulver, Natron, Backkakao, löslichen Kaffee und Zucker, falls ich den noch nicht hatte. Und das lassen wir jetzt einmal eben kurz verrühren. Da muss nichts durchgesiebt sein oder so, da müsst ihr euch keine Arbeit mitmachen. Verrührt das einmal gründlich zusammen und dann ist es auch schon in Ordnung. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr auf jeden Fall schon anfangen, euren Ofen auch vorzuheizen. Das ist auch relativ wichtig. Okay, wenn das einmal alles verrührt ist, könnt ihr innerhalb von kurzer Zeit auch noch direkt die flüssigen Zutaten dazugeben, bis auf das heiße Wasser. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heiße Wasser kommt jetzt erst zum Schluss. Okay, ich wollte einmal kurz auf den löslichen Kaffee ansprechen. Muss man den da reinmachen, wenn ihr den nicht da habt? Nein, müsst ihr nicht, aber der Kaffee, der macht, dass das einfach viel schokoladiger und viel satter im Geschmack ist. Und von daher ist es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr da ein bisschen Wasser zutut. Außerdem ist das eine minimale Menge, die werdet ihr nicht rausschmecken. Das macht einfach nur, dass es schokoladiger schmeckt. Okay, das dazu. Und wenn ihr soweit alles verrührt habt, könnt ihr in einem Schluck auch eben das heiße Wasser dazu tun. Das heiße Wasser ist einfach nur dafür da, dass jetzt ganz am Ende das Kakaopulver auch einmal richtig schön durchgelöst wird und auch der lösliche Kaffee sich sozusagen komplett auflöst mit dem heißen Wasser. Und das war es auch. Also ihr seht, die Masse an sich ist eigentlich super, super easy. Ist nicht viel zu beibeachten. Wirklich sehr, sehr schön. Das ursprüngliche Rezept war für eine Kastenform. Für eine 26er Form schreibe ich euch das aber auf jeden Fall auf den Blog, wo ihr das ganze Rezept komplett detailliert und nochmal in Anleitung finden werdet. Das verlinke ich euch unten in der Infobox, falls da jemand Interesse daran hat. Ich bin einfach deswegen ein super, super Fan von diesem Kuchen gewesen, weil der super, super saftig ist, aber trotzdem noch fluffig teigig ist. Also nicht wie so ein ganz, ganz schwerer Brownie zum Beispiel, aber trotzdem halt sehr saftig. Das ist zum Beispiel jetzt für die warme Jahreszeit super ideal, weil nicht viele einfach keine Lust auf so schwere Cremetorten haben und da ist sowas dann halt viel, viel angenehmer, wenn man so einen leckeren Schokokuchen hat mit ein bisschen Sahne oder so. Okay, wenn der Teig komplett fertig ist, ab in den Ofen. Da wird er gebacken. Nach dem Backen bitte komplett auskühlen lassen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schmeißt ihn auf jeden Fall auch vor der Weiterverarbeitung nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank. Dann wird er relativ fest und dann kann man am einfachsten damit arbeiten. Und ja, dann sieht das so aus, als wie ein ganz normaler Schokokuchen. Da kann ich euch eigentlich gar nicht viel zu erklären. Aber wenn ich jetzt den Kuchen aufschneide, dann seht ihr auf jeden Fall, wie feinporig der ist. Und man kann das leider nicht hören. Ich habe versucht, das aufzunehmen, aber man kann nicht hören, wie saftig der ist, aber der ist wahnsinnig saftig. Der ist an sich auch relativ schwer, aber trotzdem noch schön feinporig und daher relativ fluffig. Okay, und das war's dann mit meinem kurzen und lieblingsaltem Rezept. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Das Rezept, wie gesagt, findet ihr auf meinem Blog. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Wer Fragen dazu hat, schreibt mir die unten in die Kommentare. Und wer anderes von mir sehen möchte, wie immer, klickt auf das rechte oder linke Video. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben!